Science Slam. In meinem heutigen Vortrag geht es darum, Tuch auf den Kopf, kein Job. Und das erkläre ich euch auch schon rechtlich. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte. Und zwar gab es einmal drei junge Frauen, alle drei sehr gebildet, motiviert und mit den gleichen Qualifikationen gehen sie aus dem Abitur raus mit den gleichen Noten und stürzen sich auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und wollen einen guten Ausbildungs- oder Arbeitsjob ergattern. So, wer sind diese drei? Zum einen Anna, Lena, Maria, Christina, Gudrun. So, das ist die schöne Frau links. Sie muss sich grundsätzlich sowieso mehr bewerben als ihre männlichen Mitbewerber und sie wird grundsätzlich weniger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Dann haben wir aber als zweites die Eileen. So, sie muss sich, weil sie einen ausländischen und nicht deutsch klingenden Nachnamen hat, grundsätzlich zweimal mehr bewerben als die Lena. Warum? Weil HR-Leute glauben, sie hätte weniger drauf und laden sie deswegen weniger zu Bewerbungsgesprächen ein. Aber wen hat es am schlimmsten getroffen? Die Aische mit dem Bild, mit dem Schnurrbart. Ich fand es einfach nur geil. Es war eine Berliner Künstlerin. So. Aische muss sich immer viermal so viel bewerben wie die Lena, um überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, bei gleicher Qualifikation wohl zu sagen. So, aber viel schlimmer wird es, wenn die Aische studiert, sehr gute Noten hat, sehr gute hohe Qualifikation hat und auf einen sehr hohen Posten will. Dann wird es richtig schlimm, weil dann muss sich Aische siebenmal so viel bewerben wie die Lena. Und wie die Heidi Klum so schön sagt, heißt es dann immer, sorry, ich habe dann keinen Job für dich. Was letztendlich bedeutet, dass wir Frauen mit Kopftuch in höheren qualifizierten Berufen eigentlich gar nicht sehen wollen und generell auch nicht in Berufen. Wir hätten sie lieber da, wo sie hingehört, am Herd bei ihrem sie unterdrückenden Mann. Da gehören sie nämlich hin. So, aber weil wir ja als Staat das nicht zulassen können, müssen wir ja etwas dagegen tun und deswegen haben wir das wunderschöne Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Dieses Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt bundesweit und nicht nur im Arbeitsleben, sondern wenn du im Fitnessstudio, in der Bibliothek und sonst wo auch diskriminiert wirst, aber vor allem fürs Arbeitsleben. Und da, wenn du diskriminiert wirst aufgrund deiner Hautfarbe, aufgrund deiner Religion, aufgrund deines Namens, hast du Anspruch auf Schadensersatz. Dieses Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt aber nur für den privaten Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt. Also Achtung, wenn dir das passiert, kannst du dich gut beschweren. Der private Arbeitgeber scheut dieses kleine Heldin und bewusst ist es nur eine kleine Heldin, weil es ist nur eine kleine Heldin. So starke Auswirkungen hat das nun auch nicht, weil wir als Gesellschaft uns anders entschieden haben. Denn das große, mächtige Grundgesetz, da haben wir zwar Artikel 4, die Religionsfreiheit, und Artikel 3, den Gleichbehandlungsgrundsatz, trotzdem haben wir uns für die Verwaltung entschieden, neutral zu sein. Neutral bedeutet keine religiösen Symbole in staatlicher Verwaltung oder staatlicher Anstalten. Und das schließt natürlich dieses religiöse Symbol, das Kopftuch, auch aus. Ein wichtiges und sehr einschneidendes Erlebnis unser aller, und zwar das Kopftuchurteil von 2003. Da hat Ferreshta Ludin, weil sie, so sieht sie nicht aus, aber es ist ein geiles Bild, sie hat geklagt, weil sie als Referendarin nicht unterrichten durfte. Vom Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, Religionsfreiheit muss gewahrt sein, sie darf nicht ausgeschlossen werden, außer das Land hätte eine gesetzliche Grundlage. Also haben sich die Länder berufen gefühlt, ein Neutralitätsgesetz nach dem anderen zu erlassen, um gerade solche Fälle vorzubeugen, damit Frauen mit Kopftuch nicht als Lehrerinnen arbeiten dürfen, als Polizistinnen oder als Beamtinnen, sonst wo. Da hat sich das Land, die Länder, manche Länder, fairerweise gesagt, gut abgesichert. Was bedeutet das nun für die jungen Frauen? Zum einen kriegen sie langsam einen langen Bart vor Wut und vor Frustration und weil sie nicht arbeiten können, entsprechend ihrer Qualifikation.
Das ist natürlich für uns als Gesellschaft sehr schädlich, weil wir nur damit bestätigen, das Vorurteil bestätigen, was wir ohnehin haben. Bleib bei deinem Mann, der dich unterdrückt. Du arbeitest sowieso nicht. Aber wenn du ihr keinen Job gibst, wie soll sie denn überhaupt arbeiten? So drehen wir uns im Teufelskreis. Was für Lösungen haben wir? Zum einen brauchen wir mehr Beratungsstellen für junge Frauen, die diskriminiert werden, damit sie sich auch besser wehren können. Zweitens müssen wir als Gesellschaft uns auch entscheiden, dass wir damit anders umgehen wollen. Absolut klar, dass wir neutral sein wollen und auch, dass der Staat neutral sein soll. Aber was bedeutet nun mal Neutralität? Denn Gesetze sind auch nur ein Ausfluss unserer Werteentscheidungen, unserer moralischen Vorstellungen. Und wenn wir sagen, neutral ist, alle sind gleich oder alle sehen so aus und keiner darf unterschiedlich sein, können wir es andersrum machen wie in anderen Ländern und sagen, neutral ist, jeder kann sein, wie er möchte und alle sind herzlich willkommen und wir sind bunt und ganz vielfältig. Als drittes schlage ich vor, eine Beweislastumkehr. Und zwar im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz müssen die Opfer nachweisen, dass sie diskriminiert wurden und meistens, indem die Arbeitgeber schreiben so, ich mag deine Fresse nicht oder du trägst Kopftuch, ich will dich nicht. Das passiert aber ja sehr, sehr selten, weil die Arbeitgeber mittlerweile auch das wissen. Deswegen kann man denen das sehr schlecht nachweisen. Deswegen plädiere ich für eine Umkehr der Beweislast zugunsten der Opfer. Und nur noch mal zur Klarstellung, Frauen mit Kopftuch haben nicht immer Bart, wie im ersten Bild. Ganz im Gegenteil, sie sind sehr vielfältig, sehr bunt und auch wunderschön, so wie unsere Gesellschaft.